Hallo und recht herzlich willkommen zum zweiten Part. Hi. Mein Name ist Jan, mit dabei ist der Mike. Heute gibt es das Spitzenspiel am Ende der Folge. Leverkusen gegen Gladbach. Zumindest wenn wir beide da noch Trainer der jeweiligen Mannschaften sind. Mal schauen, ja. Und bei uns beiden Euroleague. Das Rückspiel. Oder nicht? Das Rückspiel heute. Also eine mega spannende Folge heute eigentlich. Krass, heute wird alles entschieden quasi. Ich bin gespannt. Ja, Jan hat eigentlich schon alles gesagt, also da ist nicht mehr viel zu sagen. Letzte Folge haben wir einen guten Abschluss hingelegt. 4-1 gegen PSV Eindhoven. Gegen Frankfurt hätten wir auch gewinnen können und da eigentlich sogar müssen. Ich spiele jetzt gegen Bremen. Hoffentlich mit guter Laune aus dem Euroleague-Spiel. Und wenn ich hier gewinne, dann gewinne ich auch das Rückspiel in der Euroleague. Oder beziehungsweise komme eben weiter, weil ich weiß, dass Eindhoven Gas geben wird. Volle Kanne. Das wird richtig, richtig knapp. Und dann gegen Gladbach, gegen Jan. Ich spiele auswärts, also in dem Borussia-Park. Uiuiui, also vor allem, weil Jan echt ein guter Trainer ist, eine gute Mannschaft hat und so. Das wird kein einfaches Spiel, aber wir werden einfach mit null Erwartungen reingehen und dann schauen wir mal, mit wie viel wir rausgehen. Also Leute, wir haben hier schon Auslosungen einfach Viertelfinale. Also ist quasi jetzt so oder, also Tottenham oder Gladbach, also du oder Tottenham gegen Manchester United oder Wolves. Also ich denke mal Manchester United. Muss man mal gucken. Ja. Aber da kann man natürlich jetzt dann, während man spielt, voll auf das Spiel achten. Ne? Das wäre halt schon wichtig. Und ich spiele, wenn ich gewinnen sollte, gegen Moskau oder Arsenal. So, das ist meine Taktik. So starten wir rein ins Spiel gegen Werder Bremen. Spiel besuchen. Und Bremen ist Elfter. Und ich bin Zehnter. Das heißt, wenn ich jetzt verkacke, dann bin ich Elfter und das ist halt echt schlecht. Wenn ich gewinne, dann bin ich vielleicht Neunter oder sowas um den Dreh. Ja. Und ich habe ja auch noch ein Spiel mehr noch zu machen und so. Also dann ist alles in Ordnung. Hey, macht schon Zeitspiel, Junge. Was für ein Arschloch. Und noch einen guten Pass. Nein. Nice. Erste Minute Eggestein. Ja. Das ist eigentlich ein erfolgreicher Start, so, ne? Platz 11. Schmeckt. Ja, Hauptsache Viertelfinale, sag ich immer. Ja, genau. Genau. Wenn du die Euroleague gewinnst, qualifizierst du dich auch so. Bei so. Ja, wenn ich denn noch Trainer bin. Ja, die wissen das ja auch. Und wenn ich jetzt verliere, dann ist die Mannschaft wieder Depri und dann können sie wieder in der Euroleague nicht gut spielen. Ja, aber du hast ja schon, bist ja schon weiter. Ja. Außerdem verlierst du ja nicht. Würde ich nicht sagen. Unentschieden. Ich hoffe, du gewinnst. Ja, läuft richtig gut, das Spiel, also... Erste Minute ein Tor kassiert und ja, jetzt hast, einfach No Higlitz. Ja, aber es sind keine Higlitz. Ja, weil die Schüsse so gut sind, dass das Spiel das nicht zeigt. Ja, genau. Gleich Halbzeit. Nach der Halbzeit wieder instant ein Tor von Bremen und dann ist aus. So, jetzt mal. Bitte ein Querpass. Das oh, ist so Digga. Krass. Das, die haben sowas geändert, das kann nicht Alter. Sein, Alter. Aber schade, dass Dreck er nicht drin doch. Ist. Schade, dass er nicht drin ist. Ja, Klaassen, jawohl. Oh, 2-0 Stuttgart in echt. Nice, 2-0 auch hier. Ich glaube, ich stelle meine Taktik um. Da hat man sich einmal gefreut und dann ist schon wieder scheiße. Das nennt sich Football Manager. Ja, du gewinnst öfter. Nice. Torwart hat heute noch gar nichts gemacht. 2-0, das war es eigentlich schon. Ja, und da sind sie halt wieder alle enttäuscht und ich natürlich auch, aber auch die ganzen Spieler, der Vorstand und alles. Und das ist eine 11-8 Schüsse, 5-3 aufs Tor und so. Man könnte echt sagen, naja, es ist halt echt... Ultra unverdient auch noch. Und ich habe kein Highlight. Ich habe noch kein Highlight von meiner Mannschaft gesehen. Ich kann dir einen Tipp geben, aber. Ich weiß nicht, ob ich es soll.
gebe dir den Tipp lieber nach unserem Spiel. Ja, danke. Wenn ich gefeuert bin, meinst du? Ich würde ihn dir jetzt geben, wenn wir nicht in zwei Spielen gegeneinander spielen. Du bist ein Arschloch, echt. Zählt, das zählt, ja. Immerhin. 10 Minuten haben wir noch, aber... Ja, sehr offensiv und dann drehst du es noch. Hab ich schon die ganze Zeit jetzt. Ja, er macht ihn. Oder? Er macht ihn, Amiri eingewechselt, jawohl. 2-2. Ja, aber das ist halt trotzdem enttäuschend für alle Vorstand und für mich und für wen auch immer. Das ist halt das Problem bei Leverkusen. Ja, du bist die bessere Mannschaft, aber du gewinnst halt nicht. 21-9 Schüsse, 11-4 aufs Tor. Und wir hätten das Ding fast verloren. So ein Unentschieden, das befriedigt einen nicht. Okay Leute, so sieht unsere Aufstellung aus. Wir werden in dem Spiel gegen Eindhoven hier noch was verändern, denn ich werde das Ganze so angehen, dass ich hier, na, weiß Bescheid und so. Genauso. Ja, weiß ich Bescheid. Genauso machen wir das. Ich habe echt Angst, weil das Spiel, also ich find's nicht einfach, auch wenn sogar Jan sagt, ja, könnte einfach werden. Die Na, Fans das Spiel an haben sich nicht einfach, aber das 4-1 kriegst du ja wohl. Die Fans haben hier schon die Erwartungen hier gestellt, wird einfach. Die erwarten einfach einen einfachen Sieg. Ich sage, das wird verdammt schwer. Und deswegen starten wir genau so rein, wie ich das gerade eingestellt habe. Bailey! Warum kein Querpass? Eigentlich hoffe ich hier auf ein entspanntes Spiel und dass ich vielleicht noch 1-0 führe oder so. Dann wechsle ich ein paar Spieler aus und dann... Ja, Querpass gleich. Oh! Das wäre halt echt, wie du schon gesagt hast, das wäre verdammt wichtig. Egal, auch mit den Punkten oder so, das ist mir eigentlich gerade unwichtig, aber... Lol. Er rennt komplett durch, nice. Lol. Er hat sogar gegrätscht und er rennt einfach komplett weiter. Perfekt. Ich weiß nicht, wie man dieses Spiel schaffen kann. Also du schaffst es, aber ich weiß nicht wie. Und Tipps willst du mir auch nicht geben. Oh, nice. Amiri, der Held. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst jetzt. Ja, scheiße. Er hat schon sein zweites Tor gemacht heute, dieser Bergvjn. Ah, ist natürlich mal wieder mega verdient. 2 Schüsse aufs Tor, 2 drin. Ja, läuft super. Hast du irgendwie Taktik geändert? Querpass ausgestellt? Ja, habe ich, natürlich. Nice. Was war das denn für eine Schwalbe? Fand ich auch. Er gibt sogar keine Karte, er hat keine Karte gegeben. Nice, Bailey hat das abbekommen und ich habe schon gewechselt. Perfekt. Kann sich schon mal freuen, dass der in dem Spiel nicht spielt. Spielt Belagabi. Wer passt, macht doch einen Quer. Hä, hey, was ist denn los? Jetzt ohne Spaß. Das wäre so ein Querpass-Tor gewesen. Lol, die Ecke bleibt wieder. Wurde wieder zurückgezogen. Ja. Nice, Konter. Viele Bug-Reports. Okay, jetzt ein Spiel ausmachen kurz. Also so mache ich das zumindest immer und kassiere dann dafür in der 90. Minute immer noch einen Gegner. Ja, ich jetzt auch. Uiuiui. Ui, ui. Ja, das wäre ja nicht schlimm. Ups. Oh, du Idiot. Ja, das seht ihr. Ja, ja, Gott sei Dank, ey. Junge, ja, hab ich schon wieder gezittert. Ja, jetzt. Ja, nicer Pass. Und jetzt werde ich ausgekontert. Obwohl ich auf ultra defensiv stehe. Ultra mega defensiv. Alter, ich hab so Schiss. Ah, ja. Ich gehe so offline. Ich hab das leider gerade nicht aufgenommen, aber. Was denn? Ich hasse diese Mannschaft einfach komplett. Das ist so ein Drecksverein, Alter. Ohne Müll. Ich hab nach dem Spiel hat mich ein Spieler angesprochen, dass er meine Ansprache gegen PSV Eindhoven unangebracht fand. Ich habe meine Mannschaft gelobt, weil sie weitergekommen ist. Er beschwert sich und deswegen sinkt meine Teammoral. Willst du mich eigentlich verarschen? Dann gehe ich in die Vereinsziele. Was steht hier? Glücklich mit dem Unentschieden gegen Werder Bremen.
Ich bin raus. Ist doch gut, dass Digga, wir glücklich sind. Mit dem 0-0 gegen Frankfurt Platz 3 sind wir enttäuscht. Aber gegen Bremen Platz 11, das ist ein super Job gewesen. Also ja, ganz ehrlich, besser kann es eigentlich nicht laufen. Leute, das ist meine Aufstellung für das Spiel gegen Jan. Das ist wahrscheinlich das heißeste Spiel in der ganzen Saison. Und wir werden es jetzt bestreiten. Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach in dem Borussia-Park. Willst du nochmal absprechen vorher? Okay. Leider müssen wir mit Karim Bellabi spielen. Ja, Bailey ist leider angeschlagen bzw. verletzt von dem Spiel immer noch gegen Eindhoven. Das ist echt schade. Aber ja, müssen wir halt mit Bellabi spielen, der zukünftig auch bei Gladbach in diesem Stadion spielen wird. Deswegen, ja, herzlich willkommen. Ich weihe dich gerne ein. Nicht. Raus. Jetzt, das war gut. Wendell jetzt in die Mitte. Querpass auf Bellarabi, nee, aber der Glück. Ist halt so schlecht. Keine Querpässe hier. Bellarabi ist echt ein Tepp, ist das. Aber ich muss ihn halt echt spielen lassen. Ja, normalerweise, wenn man eigentlich nie aufs Tor schießt, dann ist immer der erste Schuss aufs Tor, ist dann direkt drin. Ich weiß. Normalerweise. Lol. Der war gut, ja. Erster hat Schuss aufs Tor war. Nicht? Gezählt. Schade. Nee. Hätte ja auch gar nicht als Schuss gezählt. Ich habe übrigens angewählt, dass der Torwart das Spiel schnell machen soll. Er hat den erstmal eine halbe Stunde den Ball in der Hand gehalten. Komm jetzt, jawohl! Defonsi, Defonsi! Yes! Ich habe dem doch vorher so gesagt. Alfonso Davies! Ich liebe diesen Spieler! Ja, die Flanke war auch nicht gut, aber Davies war einfach krass. Ich rede ihn immer so schlecht, weil er nervt mich halt echt, weil er macht. Oh, Querpass! Yes! 1-1! Ja, es war nicht so ein richtiger Querpass, aber es war. Warte. Ja, wenn du es. Wiederholung. Das war eher so eine flache Flanke oder so in die Mitte gepasst, weil das war schon sau weit außen. Egal, ich finde es trotzdem scheiße. Das war der erste Schuss aufs Tor übrigens. Hat ja eigentlich Spaß gemacht, eine Minute lang zu führen. Ja, schon. Aber. Oh, jetzt Embolo in der Mitte. Warte, Player. Oder Thuram oder Neuhaus. Ganz viele Menschen. Oder nach hinten. Bemsen Bamsi. Ja. Und jetzt wieder Noeglitz an. Jawohl. Da brennen wir mit 0,8 Mach Richtung Ende. Aber will ich nicht vorwerfen, das hätte auch so. Oh, freisches Tor. Oh, was? Aber jetzt. Ecke, dass der überhaupt aufs Tor kommt. Alter, warum werden die Ecken mal die auch immer eingeblendet? Weil die gefährlich sind. Ja, nein, Hilfe. Okay, das zählt jetzt nicht mehr zur Ecke. Ein Tor nehme ich trotzdem. Geh weg. Jetzt! Oh, Lotte! Ja, ja. Das gibt's nicht. So verdient. Embolo. Yeah! Ja, yes! Ich hasse das Spiel, ey. 2-1. Echt, das nervt so unnormal krass einfach. Du hast weniger Schüsse, komm jetzt. Ja, warum? Aber. Kann ich dir nach dem Spiel ja sagen. Auch wie bei dir direkt. Nein! Jawoll! Ach komm! Musa Diaby! Der hat noch nie ein Tor gemacht bei mir! Jetzt eingewechselt! Zweite Saisontor, ja, aber ich war ja da noch nicht bei Leverkusen. Bei mir hat er noch nie ein Tor gemacht. Ach komm, nur weil er den Wechsel nicht beim Einwurf schon gemacht hat. Was? Nur weil er den Wechsel nicht beim Einwurf gemacht hat. Ja, also er hat es vor der Chance. Ach, dein sagt, ja, das, da hättest du ein bisschen früher auf Pause drücken müssen, ne? Komm, jetzt Alario! Was? Lukas, yes, da, jetzt gefällt's mir wieder. Ja! Gefällt mir nicht. 3-2, wieder Jan, ja, sorry. Komm, jetzt machen wir die Entscheidung. Ah. Ne, zählt nicht, oder? Okay. Scheiße. Fuck! Oh, komm schon, Player! Nein. Ja, Mann! Radeki, Junge! Nice, erstmal ins Ausschießen! Nice, Radeki! Komm schon! Nein, bitte pfeif ab jetzt direkt! Oder hau ihn um!
Stopp. Elfmeter. Stopp, was für Stopp. Ich mache jetzt hier mehr in die Zweikämpfe gehen. Einfach alles umhauen. Gretchen, einfach um. Mach doch um, Gretchen. Er steht daneben und macht nichts. Jetzt Diaby, ja, das ist es. Ja, der Konter. Jetzt Querpass. Perfekt. Lol, was jetzt ist das für ein... Ja. Scheiße. Zum ersten Mal in der Historie Football Manager Projekt Bundesliga gewinne ich, auch wenn es nicht verdient war, gegen ganz, Jan. Ganz ehrlich, die letzten beiden Spiele in dieser Folge, die Bundesligaspiele, die du mehr Zeit hattest, hättest du gern alle gewinnen können. Hättest du sogar verdient und dann das Unverdiente gewinnst du? Ja, das gegen ist mir aber jetzt egal. Ich freue mich darüber. Ja, Mann! Yes! Und außerdem habe ich mit Mainz das Hinspiel quasi, hätte ich eigentlich auch gewinnen müssen. So, und damit der Abschluss für den kompletten März und für diese heutige Folge. Und naja, ich bin nicht zufrieden. Das 2-2 gegen Bremen war schwach. Da hätten wir gewinnen müssen eigentlich, was den Chancen angeht. Und was weiß ich, wir haben uns immerhin auf den Unentschieden gerettet. Aber ja, war trotzdem scheiße. Ja gut, hier haben wir verloren, aber das ist nicht so schlimm, weil wir ja weiter sind. Und dann haben wir gegen Jan gewonnen, was eigentlich echt gut war. Aber ich muss echt sagen, wir hätten gegen Frankfurt gewinnen können und gegen Bremen und dann haben wir gegen PSV Eindhoven hier gewonnen, hier verloren, das ist egal, wir sind weitergekommen und gegen Jan gewonnen, also dieser Monat hätte viel erfolgreicher sein können, wir hätten 4 Punkte mehr holen können, wir haben es gerade auch mit Jan nochmal besprochen, also er hat wirklich gesagt, es wäre verdient gewesen, wenn ich gegen Frankfurt oder Bremen beide Spiele hätte ich eigentlich gewinnen müssen und oder beziehungsweise halt echt können. Und dann hätte ich 4 Punkte mehr und wäre jetzt bei 40 Punkten und da ich bessere Tordifferenz habe wie Hoffenheim, wäre ich wieder direkt hinter Jan. Immerhin habe ich, wie gesagt, gegen Jan gewonnen. Das Spiel war jetzt nicht so verdient, aber ich habe gewonnen und das freut mich natürlich. Zum ersten Mal gegen Jan gewonnen, also das, wir hatten damals, das war schon länger her, habe ich mit Fürth gegen Braunschweig damals gegen ihn gewonnen, aber die letzten 2 Jahre Football Manager 19 und 20, wo wir auch mit Micha zusammen hier waren, die habe ich auf jeden Fall nicht gegen Jan gewinnen können, deswegen freut mich das enorm. In der nächsten Folge steht wieder extrem viel an, die werden wir wahrscheinlich wieder unterteilen in 2 Parts. Das heißt, ja, es sind natürlich Spiele wieder dabei, die wir eventuell packen könnten. Das heißt, Leipzig, Freiburg, Schalke, sowas wäre schon gut, wenn wir da gewinnen würden. Wolfsburg ist Platz 1, Bayern ist wahrscheinlich auch Platz 2 oder so, weiß ich nicht, aber das werden, ja, steht hier Platz 2, genau, sind, das wären halt schon schwierige Spiele, aber gut, ich kann von nichts ausgehen, guck mal, Freiburg ist auch Platz 5, sehe ich gerade, ich kann von nichts ausgehen, weil man verliert und gewinnt sowieso irgendwie ganz komisch in diesem Spiel. Nichtsdestotrotz haben wir dann noch Euroleague, wir mussten das Viertelfinale erreichen, das haben wir geschafft. Jetzt, wenn wir noch weiterkommen als das Viertelfinale, also ins Halbfinale, wäre das mega, mega gut. Vor allem wird eigentlich von uns erwartet, dass wir uns hier fast schon eigentlich wollen, die, dass wir in die Champions League hier, dass wir uns für die Champions League qualifizieren. Und dafür müssten wir ja hier auf Platz 4 reinrutschen. Das heißt, ich bräuchte locker 10 Punkte mehr und wir haben gar nicht mehr so viele Spiele, Leute. Also, ja, wir haben hier nur noch 8 Spiele, also 8 Spiele, 10 Punkte. Bei unserer aktuellen Bilanz könnte das schwierig werden. Deswegen, vielleicht könnten wir sogar irgendwie in der Euroleague sowas reißen, aber das ist halt auch schon mega Spekulation. Ich glaube nicht dran. Ich glaube, dass ich kurz vorher sogar noch gefeuert werde. Egal, ich habe lang genug gelabert. Okay, Leute, also das war's vom März. Wir freuen uns auf jeden Fall beide auf den April. Da geht es jetzt wirklich schon, also ja, Endspurt in der Bundesliga. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar rein und schaut auch bei dem jeweils anderen vorbei in der Infokarte und guckt das aus deren Perspektive. Haut rein. Ciao. Ciao.